Warum die Situation derart eskaliert, wird sich vielleicht erst morgen abschließend klären lassen. Eigentlich will die Polizei die Kundgebung und den Demonstrationszug der Hooligans abbrechen und auflösen. Es gelingt aber nicht. Den offensichtlich gewaltbereiten Hooligans haben sich Rockergruppen und Rechte angeschlossen. Alle zusammen legen eine Gewaltbereitschaft an den Tag, wie man sie in Köln schon seit langer Zeit nicht mehr registrierte. Es gibt Verletzte. Wie viele lässt sich in dem Durcheinander noch gar nicht sagen. Die Polizei setzt Wasserwerfer ein. Die Gegenseite wirft daraufhin einen Polizeiwagen an. Der Kölner Bahnhofsvorplatz, 3 Stunden zuvor. Mit 1500 Teilnehmern hat die Polizei gerechnet, es sind deutlich mehr. Und wie es um das Aggressionspotenzial steht, das lässt sich schnell erkennen. Mitglieder der verschiedensten Fangruppen, sonst untereinander Spinnefeind, agieren plötzlich Seite an Seite. Ey, wir sind unser Staat, unser Land, verstehst du? Ja, Alter, Marsch, Alter! Scheiß ist der Mist! Die Kundgebung und der Demonstrationszug sind angemeldet worden von einem Aktivisten der rechtsextremen Pro-NRW-Bewegung. Am Rande der Kundgebung fallen immer wieder Teilnehmer mit eindeutig rechtsextremen Parolen auf. Vereinsbedingt stellen sich hier Gruppen grundsätzlich bei Fußballderbys Spinnefeind gegenüber, die dann auch brutalstmöglich aufeinander eindreschen. Der Veranstalter versucht hier, diese Gruppierungen unter einem gemeinsamen Feindbild gegen die Salafisten zu bündeln. Auf der anderen Seite des Bahnhofs hatten sich zuvor linke Gruppen zu einer Gegenkundgebung getroffen. Es sind vielleicht 1000, die den Mut haben, gegen die Hooligans zu demonstrieren. Ich frage, woran wollen die sehen, wer hier ein Salafist ist? Das geht so, jeder, der einen Bart hat und ein Käppchen anhat, kriegt von denen auf die Fresse. Das hat Ende. Und das hatten wir alles schon mal. Erst sind die dran, dann sind die nächsten Schwulen dran, sind die Linken dran und zum Schluss, das Theater kennen wir alle. Es haben sich auch Linksautonome unter die Gegendemonstranten gemischt. Sie versuchen zwar, eine Polizeikette zu durchbrechen, um zu den Hooligans zu gelangen. Die Polizei verhindert das aber. Die Hooligans machen dann offenbar die Polizei als ihren Hauptgegner aus. Leute, lasst euch nicht... Wenn wir dann die Gruppen trennen und sie merken, sie kommen nicht aufeinander, sucht man meine Kolleginnen und Kollegen als Feindbild und die kommen dann unter Druck. Die Lage bleibt angespannt bis in den Abend hinein. Die Hooligans wollen nicht weichen, halten die Polizei ununterbrochen in Atem. Ich wage mal die These, dass ein Großteil dieser Leute, die dort stehen, rechtsradikale oder rechtsgeprägte Menschen sind. Die eindeutigen rechtsradikalen Äußerungen, die machen mir schon, die machen mir Gedanken. Es ist zu früh, eine erste Bilanz zu ziehen. Der Polizeieinsatz ist noch in vollem Gange. Ja, unglaubliche Szenen, die sich da abgespielt haben. Jochen Hilger ist jetzt in Köln. Wie lässt sich denn die Lage jetzt am Kölner Hauptbahnhof um 19.12 Uhr beschreiben? Du stehst etwas abseits, denn direkt am Bahnhofsvorplatz ist die Lage eskaliert, wie wir gesehen haben. Ja, das ist richtig. Und wir haben vielleicht seit einer guten Viertelstunde etwas ruhigere Momente hier erlebt. Zum ersten Mal heute am Kölner Hauptbahnhof. Seit 14 Uhr ging es hier tatsächlich zur Sache. Und die Bundespolizisten hinter mir, die haben Gelegenheit, einmal durchzuatmen. Vor noch 30 Minuten sah es auf der anderen Seite am Breslauer Platz nämlich so aus. Da kann man immer noch sehen, wie das umgekippte Polizeiauto dort liegt. Die Situation alles andere als friedlich. Kurz danach haben sich ja regelrechte Jagdszenen dann im Bahnhof abgespielt, die wir nicht filmen konnten. Da gab es teilweise wirklich Zugblockaden, die Gleise mussten gesperrt werden, weil Hooligans über die Gleise liefen, die Polizei hinter ihnen her. Sehr, sehr unschöne Szenen. Was uns jetzt unter Umständen zugutekommt, ist, dass wir Sonntagabend haben, 19 Uhr. Wir haben ja festgestellt, dass die Hooligans aus allen Teilen der Bundesrepublik angereist sind hierhin. Und sie wollen schlicht und ergreifend oder müssen jetzt auch irgendwann mal nach Hause. Man mag sich nicht ausdenken, wenn diese Veranstaltung, diese Kundgebung, diese Demonstration an einem Samstag stattgefunden hätte, dann hätten wir mit Sicherheit noch schlimme Szenen hier. So kommt es uns etwas entgegen, dass wir einfach Sonntagabend haben. Ja, inwieweit war das eine beängstigende Koalition von rechten Hooligans gegen Salafisten im Land? Jochen, kurze Antwort bitte. Ja, und diese Organisation ist relativ neu. Man hat im Mai, Juni zum allerersten Mal von dieser Hooligan gegen Salafisten Bewegung gehört. Und die mobilisieren jetzt plötzlich vielleicht 3000, vielleicht auch mehr Aktivisten. Das ist sehr, sehr beunruhigend. Das werden sich die Veranstalter gemerkt haben, dass man mit einem Aufruf über Facebook so einen Erfolg haben kann. Es ist ein beängstigender Erfolg.
Das muss man auf jeden Fall dazu sagen. Ja, danke schön, Jochen Hilgers, danke schön. Von der Eskalation einer Demonstration rechte Hooligans gegen Salafisten heute Nachmittag in Köln.